Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Keine große Wandleuchte. Ich nehme an, das war der Stein, der hier oben war, bei diesem Rätsel, ne? Das war die Kombination für dieses Rätsel. Ich weiß nicht, warum diese Kombination die richtige ist. Also 4, 4, 2. Ich habe keine Ahnung, warum das die richtige Kombination ist, aber das war die richtige Kombination für da oben das Ding, ne? 4, 4, 2. 4. Ich habe keine Ahnung, warum das ausgerechnet die richtige Kombination ist, aber das war sie und ja, dann haben wir das auch erledigt, ne? Boah, dieses blöde Viech, ne? Mir kann man nur so nervige Geräusche von sich geben die ganze Zeit. So. In der letzten Folge haben wir Episode 4 abgeschlossen. Ich muss diesen Kabel hier mal folgen, ne? Nehme ich an. Und jetzt sind wir wieder hier im freien Spiel, wo wir alles erkunden und so, ne? Und ja, gucken wir mal. Ich habe das Gefühl, da brauche ich jemanden, der schießen kann. Die Alien, ja. Fertschuss. Okay. Oh, bin ich froh, wenn ich hier weg bin von diesem blöden Ort, ne? Der Viech gibt mir so auf den Nerven mit dem blöden. Ich habe auch irgendwie so nervig wie möglich gemacht, habe ich so Gefühl. Mein Gott, ey. Du kannst da nicht hoch, ne? Doch, kannst du sogar. Ich hätte nicht gedacht. Kenne ich euch? Versteht ihr mich überhaupt? Milch, Kohl, Buch, Kaff. Versteht ihr irgendwas davon? Ach, verzieht euch einfach. Sehr hilfreich, danke. So, warte mal, da haben wir was zum Ziehen. Was? Ich dachte, das wäre ein Jango Fett. Der hat hier am Summen ist, aber der kann das. Kann ich kennen, weil er ist schon tot. Wie soll ich denn da rankommen? Eine Güte, ist gut. Ich weiß, das ist ein sehr catchy Song, aber also wenn das Spiel nervig sein will, dann ist es aber ganz schön nervig, ne? Wie komme ich darüber? Kollege, kannst du überhaupt mich da anziehen? Alter, ich bin genau vor dem Ding. Warum kann ich da nicht ziehen? Da ist was. Boah. Meine Güte. Was ist denn los? Ja, geht denn da nie auf den Nerventag in letzter Zeit? What? Boah. Sag mir jetzt bitte. Ich nehme an, ich muss von da. Boah, Junge. Mach da blöd Ding auf und bring den Typen zum Schweigen. Boah, jetzt wird...
Das war immer der, exakt gleiche Soundclip, ne? Meine Gott, hältst du die Klappe? Also sowas war verdient. Da war eine Badewanne. Warum passiert mir das jedes Mal, wenn ich ein Bad nehme? Na, deswegen nehme ich kein Bad, Kollege. So. Ungelogen. Ich dusche. Deswegen nicht. Das, keine Ahnung, war schon mal, ne? Okay, so, dann nehme ich mal an, weil wir diese eine Mission sowieso nicht erledigen können, tun wir hier die kann ich ja nicht machen. Was ist das mit den Nebenaufträgen? Ja, wo ist das denn mit den Instrumenten? Ups. Anscheinend nicht aktiviert. Cool. Alles klar. Ich nehme sowieso nicht an, wir können ja alles auf Anhieb finden, ne? Mein Gott. Millionen sind gestorben. Ja, was ist da eigentlich? Das, wie komme ich an den Ding dran? Das hier. Komme ich da dran? Wie muss ich da auch hinkommen, oder? Hier. Hier ist schon was. So. Waren die vorher auch schon hier? Also dann wollte ich noch mal Dings hier nehmen, ne? So. Oh, er kann, kannst du gar nicht hin, oder? Ich komme dahin. Meine. Ja, willkommen in Mos Eisley. Das ist nicht der erste, den ich eingesammelt habe. Es sind 7 Figuren noch zum Freischalten, meine Güte. Finde ich denn die alle? Hier sind noch 4, 7 Sterne, Steine. Die meinen Namen tragen. Bin ich ja schon überall drin gewesen. Hier brauche ich einen, ich da bestimmt den Schlüssel für, ne? Ich hörte, die Besitzerin dieses Hauses hat Probleme mit Wompatten in ihrem Laden. Hm, die haben ihr Passwort sicher irgendwo für den Vermieter hingekritzelt. Wenn wir es finden, können wir uns den Kram aneignen, den sie zurückgelassen haben. Nur so ein Gedanke. Ah, ihr seid Diebe. Das hier. Nee, man muss essbar. Nein. Habe ich ja nicht den Schlüssel irgendwo mal gefunden? Lass mich da rein. Ja, warte mal, da sehe ich einen Schlüssel auf der Karte. Meine Güte. Könnte nicht direkt neben mir sein, immer. Ich glaube schon, ich habe schon mal, oder? Haus vor der Tür. Wow. Also habe ich dann jemals irgendwie noch irgendwie erraten hätte. Ich hätte irgendwo anders gefunden hätte.
So. Dann einmal Haus vor der Tür, bitte. Danke. Oh, Kennwort angenommen. Boah. Ich hab gerade hier so einen Wompratten. Ich sehe nur ein Ding zum kaputt machen mit meinen mächtigen Bananen. Zurückgelassen. Oh, ha, 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 ha. Okay. Boah. Geräusch. So, irgendwo soll ich doch hier so Instrument finden. Ne? Boah. Alter. Wir haben nur so nervige Viecher hier, also so nervige Geräusche hier reinpacken. Ich verstehe nicht. Komm ich da rein? Wo ist da drin? Also hier. Mein Wasserballon bringt gar nichts. Was ist diese andere Quest hier? Habe ich da nicht auch eine Quest bekommen? Nebenaufträge. Okay, kann ich nicht. Das ist so viel Platz hier, ne? Man könnte meinen, ich könnte hier so alle aktivieren, ne? Aber anscheinend nicht, ne? So, wen habe ich denn hier immer noch nicht gekauft? Ich habe doch gerade einen. Wen habe ich denn hier nicht? Hier, Veg Antlers. Na, kaufen wir uns mal ein paar Bonus, ne? Weil man kommt ja sonst zu nichts, ne? Haben wir es gerade von Schiffe. Aber ja, nicht, ne? Ich höre mir nicht zu, was mich irgendwie stärker macht und wie das Spiel noch einfacher macht. Ne? Das Spiel schon einfach genug. Ne? Konter benutze ich so viel. Aber das hochleveln, obwohl ich nicht weiß, was das bringt, ne? Schmetterblasters, der Gleiter wird schneller. Okay, hier irgendwas. Ne. Ach, die sind gar nicht auf Tatooine, ne? Okay, so viel dazu, ne? Dann müssen wir ja so oder so noch mal hier irgendwann zurückgehen, ne? Von daher weiß ich nicht, ob das jetzt hier noch bringt. Irgendwie sehe ich auch gar keine Steine mehr. Außer ich habe ja wieder hier diese Dinger. Boah, ich muss hier weg, ey. Ey, die Typen machen mich wortwörtlich gerade voll aggro, ey. Wie kann man nur so nervige Viecher hier reinpacken, ey? Ja, bist ja irre. So, da ist die Kantine, ne? Muss man ja alles abchecken. Da ist noch was. Gong Stores Paradise, was? Da war ich doch gerade. Also gerade im letzten Part. Hab ich doch gekauft. Da hab ich doch einen Stein gekauft. Wie noch einen zu verkaufen? Dann hole ich mir den auch. Dann kaufe ich den mir auch. Oh. Hm. Was? Ich hab doch gerade hier nachgeguckt. Wo hast du den Stein? Ich weiß, du hast ihn. Wo ist er? Ist er ja drin? Ist er ja drin? Ich hau ja alles kurz und klein, wenn du mir nicht den Stein gibt. Meinte, ich bin nur zum Spielen hier. Ich meine sehr ernst.
Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ist er hier drin? Hey. Wo ist er? Hallo? Na, warte du. Ich meine, wir können irgendwie nicht mehr. Ja gut, kommen wir irgendwann mal aneinander mal zurück, ne? Ich denke mal, wir machen dann einen Abstecher nach Javin, ne? Muss ich für die Nebenaufträge hin? Weiß ich nicht. Oh, die sind irgendwo anders auf Tatooine oder was? Dann zeig mal. Wie auch immer die auf diesem Planeten heißen, ihr könnt sie ja essen. Aus der Weg! Wenn da noch. Also ja. Boah. Wie viel ich am Arm, ich wollte, weil ich ein bisschen Akku hier. Ihr blöden. Hey. Bin ich froh, wenn ich die nicht mehr höre, ey. So. Und nun. Bin gerade etwas verwirrt, was das Spiel von mir will. Okay. Weiß es nicht. Dann gehen wir nach Javin, ne? Müssen wir halt sowieso irgendwann hier so nochmal ab scouten, ne? Javin, wo ist Javin? Hier ist Javin. Entschuldigung, Javin 4 natürlich, ne? Okay. Aber wir müssen ja nicht alles sofort haben, ne? Wenn ich Glück habe, kann ich jetzt hier, weiß nicht. In den nächsten 40 Minuten noch hier. Als abscouten, dann kommen wir schon in Episode 5 rein, ne? Eigentlich mag ich ja die X-Wings. Was findet ihr besser, die TIE Fighter oder die X-Wings? Ich mag die X-Wings. TIE Fighter sind sowieso nicht gut, die sind halt sehr schnell kaputt machbar, ne? Einfach nur. Also so wie das Imperium, ne? Ihr habt einfach nur von allen mehr anstatt mehr Qualität, ne? Das ist so ein Thema vom Imperium. Genau, ihr habt auch nur eine Datenkarte. Wie komme ich da hin? Ist dann für gut. Ah, guck mal hier. Da komme ich doch locker in. Wen haben wir denn ja noch lange nicht gehabt hier? Okay, erst einmal. Ah, da. Die Datenpacks, die hätte ich schon gerne. Ne, also gibt sie mir. Gibt es mir. So. Und da haben wir schon den nächsten. Ist ein Datendisk. Cool. Was tun wir uns denn als nächstes? Große Köpfe. Viele Charaktere haben riesige Köpfe. Rundgemachte Version ersetzt. Piu, piu. Hier mit den großen Köpfe.
Manche Charaktere sind gegen diesen Effekt immun. Wie, von wie groß reden wir gerade? Oh Gott. Oh Gott. Alles klar. Ich habe Karten gefunden, die wahrscheinlich alle Charaktere aussehen. Tür im ersten Stock. Ein großer Raum ist. Was da drin ist? Weiß ich nicht. Wie man ihn öffnet? Keine Ahnung. Wem ich davon erzähle? Nur euch. Jetzt habe ich Pause. Alles klar. Kopfgeldjäger gesucht. Hey. Ihr habt ihn gefunden. Hey. Hey. In der ganzen Galaxis muss ich die suchen. Oh Gott. Mann, R2. Nee, R2. Oh Gott. Oh, hallo. Ich bin C3PO. Wie kann ich behilflich sein? Mein Gott. Stell euch mal vor, sowas kommt hier im Dunkeln auf euch zugerannt. Alles klar. Mon Mothma hat wohl noch eine Rechnung mit irgendwelchen Vandalen hier offen. Helft ihr doch. Schadet nie, wenn euch jemand wie sie einen Gefallen schuldet. Oh ja, cool. Wir haben feine Schiffe im Hangar, aber im Moment sind nicht alle einsatzbereit. Habt ihr sie euch schon angesehen? Gut, ja, ne, hier ist so ein riesiges Puzzle, das ich mal letztens gesehen habe, ne? Soll ich mir vielleicht mal anschauen. So, haben wir hier was? Oh. Todesstern? Ich weiß, dass jeder die Vernichtung des Todessterns durch uns feiert. Ach ja, ich habe ein Mikromodell. Die Mission ist noch nicht vorbei. Das Imperium hat noch immer die Pläne, mit denen sie einen neuen bauen können. Mit diesen Plänen werden sie einfach weiter Todesstern um Todesstern bauen. Glücklicherweise haben unsere Informanten herausgefunden, wo die Pläne aufbewahrt werden. Jetzt brauchen wir nur noch einen flotten Helden, der sie für uns stiehlt. Ich bin verteilt. Die Pläne liegen im Büro von Groß Moff Tarkin im Senatsbezirk von Coruscant. Achte auf imperiale Aktivitäten rund um das Senatsgebäude. Die sollten dir den Weg weisen. Ich hätte schon gern den Todesstern, ne? So als Formation kleiner Stern. Mond. Also warte, machen wir mal direkt. Nochmal direkt und holen uns hier den Todesstern ab. Weil damit kann man ein Auto dagegen fliegen, ne? Das wäre doch voll cool. So. Und da sind wir schon wieder in Coruscant. Gott. Was seid ihr für Freaks? So, ich soll vielleicht auf neuen Ziel erfolgen, ne? Am Jedi-Tempel war vorhin mächtig was los. Ich wette, da haben wieder ein paar Jünglinge ohne Aufsicht eines Meisters Unfug gemacht. Boah, die muss man ja. Der muss man eine Lektion erteilen. Unglaublichen Unfug, scheint mir. Diesen Kindern muss man eine Lektion erteilen. Ich hole Vader. Der kennt sich mit so was aus. Alles bereit. Gute Fahrt. Ich glaube, sie wieder klein ist, verwachsen sie gleich wieder. Das ist wie so Ballonköpfe. So. Hopp. Irgendwo hier anscheinend. Wie konnte das nur geschehen?
Was passiert? Rede mit mir. Groß Moff Tarkin wird empört sein. Jemand hat wertvolle Informationen aus dem Groß Moff Büro gestohlen. Jawohl, aus dem Groß Moff Büro. Jetzt steht nicht nur so herum und sieht mich an, sondern holt die gestohlenen Pläne zurück. Der Dieb ist in einem AT-ST geflüchtet. Also setzt euch in Bewegung. Ja, AT-ST, ja, ich nehme an, so tut man ja auch aussprechen. Ne? Schema AT-ST aussprechen. Planetarer Transport. Muss schon wieder weggehen. Wir bringen euch ans Ziel. Oder zumindest so daran, wie es erlaubt ist. Wo sie schon die ganzen Schiffe und Charaktere sind alle mit anderen Quests verbunden, ne? Duff. Das erinnert mich irgendwie an diesen einen Junji Ito Manga hier mit diesen Ballonköpfen. Ja, die so Gesichter haben von anderen Leuten. Wenn die Ballons zum Platzen bringst, dann sterben die Leute, denen das Gesicht gehört. Ja. Hey, ihr kennt nicht zufällig den Weg zur nächsten Landeplattform, oder? Ich muss diese hundertprozentig legal erlangten Infos von dieser Welt runterschaffen. Und das pronto. Warum guckt ihr mich so an? Ich bin ein ganz normaler Geschäftsmann. Ich habe noch nie von einem Großmief Tollkühn oder irgendwelchen Tüdelstirnplänen gehört. Und ich verkaufe sie ganz bestimmt nicht an ruchlose Weltraumpiraten. Und warum guckt ihr mich jetzt so an? Warum guckt ihr mich mit euren riesigen Augen an? Ihr habt mich mit euren Anschuldigungen verletzt. Nicht so sehr, wie ich euch verletzen werde, wenn ihr mich nicht in Ruhe lasst. Also, er hat schon angefangen, auf mich zu schießen. Die ganze Zeit. Ja, warte, meine Sicht müsste eigentlich viel besser sein. Die Köpfe werden kleiner, wenn ich ziele. Oh mein Gott. Fang den Leben. Ja, ich muss ihn fangen, okay. Bin aber weg. Oh Mann. Hey, so einen habe ich auch. So einen hatte ich auch. Plünderer der Pläne. Ja, irgendwie macht das nichts an Schaden. Was ist das hier? Zumal Detonatoren. Nein. Ja, auf dieser Welt gibt es zwei Leuten. In dieser Galaxis gibt es nur zwei Art von Leuten. Die mit und die ohne Thermaldetonatoren. Ich kann auch normale Granaten auf den werfen. Ja, jetzt trifft er natürlich sofort, ist klar. Das Geld ist geschlagen. So war das aber nicht geplant. Oh. Ich weiß nicht, wer mehr Wucht hat. Ihr oder dieser todschicke Todesstern. Okay. Jetzt muss ich die Pläne auch zurückbringen. Alles klar, Bürger. Mein Kumpel Brahma hat seine Wertsachen an einem unzugänglichen, gefährlichen Ort hinter seinem Laden versteckt, um Diebe abzuschrecken. Aber wenn ihr mich fragt, fordert der Dummkopf sie damit geradezu heraus. Okay. Dann gehen wir mal zurück, außer jetzt vielleicht auf Kosten noch was. Naja, aber das machen wir an. Irgendwann. Ne? Gehen wir erstmal hier. Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Projekt hier enden soll, ne? Ich weiß, ich tue mir schon ein bisschen verfrüht darum Gedanken machen, ne? Aber ich nehme mal nicht an, dass ich, nachdem ich irgendwie hier Episode 9 abgeschlossen habe, weil ich dann schon mit allem fertig bin, ne? Da werde ich ja immer noch andere Sachen finden, ne? Aber wie soll ich denn dann das Ende machen, ne? Ich nehme an, mit der Belohnung in Yavin, ne? Auf Yavin, ne? Aber ich würde dann schon auch gerne irgendwie, weil nicht so am Ende irgendwie was machen, ne? Im finalen Kampf oder so, ne? So mit dem finalen Kampf als Enden, ne? Aber wird wahrscheinlich nicht möglich sein, ne? Weil nach Episode 9 werde ich wahrscheinlich hier noch einige Sachen freischalten, die ich dann erst machen kann, ne? So muss ich so oder so erst danach weitermachen. So, gehe ich hier richtig? Ja. Gib mir diesen Todesstern. Die
Pläne, toll! Ohne die wird das Imperium keine Todessterne mehr produzieren können. Nun, es sei denn, sie entwerfen einen neuen. Also sie haben Kopien gemacht. Jetzt, wo die Pläne uns gehören, darfst du sie gerne nutzen. Sie haben Kopien gemacht, ne? Ja, nicht, ne? Was man mit einer riesigen planetenzerstörenden Kampfstation anstellen soll, aber jeder wie er will. Kleiner Stern. Dun, 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 kleiner Stern. Ich habe letztens erstmal die Vollversion davon zum ersten Mal gehört. Da. Riesenhai. Dun, dun. 5 Millionen gerne. Schiffsauswahl nicht verfügbar. Was? Warum nicht? Nein, warum kann ich das nicht auswählen? Nehme ich hier mit dem Mikrostern. Guck ich das mal an. Alles klar. Okay, da ist ein Dingen. Jetzt bin ich schon wieder an dem Druiden hier vorbeigelaufen. So, hier, imperiale Wachen, die habe ich übrigens auch. Die packe ich auch in meiner Sammlung von Klontrupplern und Soldaten. Die passen so ein bisschen da rein, finde ich. So ganz knapp. Alarm, Alarm, meine Gruppe Kopfhörer hier streift durch die Wälder. Sie sind kurz davor, die unsere Basis zu entdecken. Wenn sie uns finden, werden sie uns an das Imperium fahren. Was steht hier noch rum? Los, tut etwas. Okay, okay. Wir sind gerade schnell. Ich habe die letzte bekannte Position auf der Karte eingezeichnet. Sie plündern gerade die umliegenden Ruinen. Schlag zu, solange sie abgelenkt sind. Bringt jeden einzelnen von ihnen um. Und ich würde sagen, diesen Kopf wird hier machen wir mit einem Kopfgeldjäger. Kopfgeldjäger gesucht. Ihr habt ihn gefunden. So, ab, Mausdroide. Nein. Schön geblieben. Da haben aus Ruin. Das Gefühl ist aber ganz schön schwierig zu entdecken, ne? Kannst du so sehr schnell übersehen, habe ich irgendwie das Gefühl. Ich nehme an, die sind nur in den neueren Planeten, also in den neueren Planeten hier, in den Originaltrilogie-Planeten, ne? Weil die als Sturmtruppler-Helme aufhaben, ne? Die Gesuchten suchten, die so gesuchten Suchenden. Natürlich, das gehört zur Jagd dazu. Natürlich, tisch, tisch. Da. Alle erledigt. Nächste. Ich sag euch hier, wer der echte Kopfgeldjäger ist, Leute. Und zwar ich. Was war der eine Typ nochmal? Marcel Davis. Und der Beste hier, der bin ich. Marcel Davis. Okay, da war ich glaube ich noch nicht. Zieht so ein Kopf darunter ein bisschen. Aber hier. Ah, Macht, ja. So, boah. Warum bist du nicht direkt hinter mir, Kollege? So. Bin ich Ben Kenobi? Oh Gott. Was für Plokon. Boah. Der Kopf ist immer noch so dünn. So. Oh, was hat er zu denken?
Ist aber auch richtig so. Ich glaube ja, ne? Okay, kann ich halt den ganzen Weg bis dahin? Ich glaube nicht, ne? Oh, da ist der letzte Teil. Ah. So, dann packen wir mal das da hin, ne? Nein. Warum tut es sich automatisch so umdrehen? Der eine Ding nach falsch dran gepackt. Nee, ne? Sieht richtig aus, ne? Aha. Rein da. Aus dem Weg. Das Geheimnis von Yavin 4. Ausgezeichnet. Gut, aber deswegen bin ich nicht hingekommen. Alter, du hast mir gerade gesagt, ich soll da eingehen. Was haben wir? 10 fehlen noch, alles klar. Ich glaube, kann ich hier das beenden und dann machen wir schon mit Episode 5 weiter, ne? Beim nächsten Mal. Jetzt tun wir halt irgendwie ein andermal suchen, ne? So, ich wollte schon sagen, wenn du jetzt wieder so weit entfernt bist, ne? Ich weiß nicht, warum ich mit ihm hier die Kopfgeldjäger legen will, ne? Er bekommt halt ein paar Steinchen, wenn er irgendwie Gegner erledigt, ne? Wegen Kopfgeldjäger, ne? Aber bringt es eigentlich auch nicht mehr. Du kommst mit uns mit. Die Meute des Weißen Mondes. Ach, wie brutal. Was ist das? Hier, Milch. Gott. Den so zu sehen war voll gruselig. Sei doch still! Was willst du denn? Ich versuche mich mit den Tieren anzufreunden. Wenn ich deine Nachricht lese, verschwindest du dann? Hör auf, Salamander zu füttern. Sie folgen der Spur der Obst. Ach, das ist der Typ, den ich suchen musste. Plündern unsere Vorräte, springen auf unsere Betten und machen nur Unfug. Na sowas. Ich dachte, die mächtigen Volamander könnten nützliche Verbündete für uns sein. Aber nicht, wenn sie sich so benehmen. Ich kündige ihnen die Freundschaft. Das heißt, jetzt bricht Krieg aus. Ich kündige ihnen die Freundschaft. Und zettel einen Krieg an. Ey, yo, neuer Astromech-Druide. GR-R3. G8-R3. Cool. Stimmt, den müssen wir auch noch suchen, ne? Warum wird diese Quest denn nicht angezeigt, Mann? Boah, ich kann es vergessen. So rede ich hier mit alles und jeden, weil ich auf der Karte sehe, ne? Wenn ich so eine Sprechblase sehe. So gehe ich immer auf Nummer sicher, ne? So, wer seid ihr? Die Geldmacher. Ich glaube, ich habe der. Ich glaube, ich habe ihre Voice Line abgebrochen, als ich Granate geworfen habe. Ich kann da nicht mal nichts an Schaden, ne? So, ich glaube, die sind aber auch hier so, sind so Ionengranaten, ne? So, was zum? Bobi, bobo, bob, 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 bob. Gott,
Keine Kopfhörer weit und breit mehr zu entdecken. Wir sind und bleiben die besten Versteckspieler in der Galaxis. Ja, Jäger des großen Tempels. So eine Imperiale Garde, her damit. Oh, guck mal. Oh, die haben gar keine Lanzen. Meine, die ich habe, die haben so schwarze Lanzen. Sehr cool. Okay. In den beiden Räumen war ich da schon drinne. So, was ist diese eine Rätsel in der Mitte, dass wir Schlange gefunden haben? Da. Die Imperialgarde, da sind da irgendwie so Leute, die irgendwie von Palpatine ausgesucht worden sind oder von Palpatine trainiert worden sind oder so, ne? Richtig loyale Soldaten, ne, wenn ich mich nicht irre. Gab es irgendwie so was. So, warte mal hier. Okay. So, mein hier schon wieder. Oh Gott, muss ich jetzt herausfinden. Ah, es ist eins von diesen Dingern. Weil der anliegenden Dingern sich ändern, ne? Ja. Ich meine, ich muss das Rebellenzeichen da machen, ne? Aber das ist auch viel komplizierter. Hey, warte mal. Jetzt sind alle zweiten Dinger sind jetzt hier. Ist ja immer so ein Trick, glaube ich, ne? Warte mal, wenn ich hier so anfange, ne? Ja, guck mal, ja. Wohl. Guck mal hier, ha! Muss gar nicht, dass der in der Mitte sich gar nicht verändert. Cool. Ja, guck mal, wie gut der Nero ist, ne? Ja, bei einem Logo. So, jetzt will ich aber natürlich auch herausfinden. Sehen, wenn ich das andersrum mache. So, warte mal, wie mache ich denn das? Ist eigentlich genau gleich nochmal, ne? Wie mache ich denn das jetzt? Ich meine, das war eigentlich schon so richtig, ne? Warte mal, wenn ich das so mache. Ja, da ist die Republik. So, ist das jetzt so? Er weiß, ob ich überhaupt irgendwie machen soll, so, ne? Da gibt es bestimmt irgendwie was dafür, wenn ich das mache, ne? Mach mal das hier. Bestimmt irgendwie was ich bekomme. Gerade. Muss man eigentlich mal alles so spiegelverkehrt machen. Ja, sieht doch nicht schlecht aus, ne? Weiß nicht. Das richtig so? Nein, da wollte ich nicht.
ich glaube, da wird nichts. Ich dich hier umändern, ne? Danke für, ich bin so auf den richtigen Weg. Ganz einfache Lösung, ne? Gott. Nein. Wohl. Ich glaube, ich habe das schon vermasselt hier. Irgendwie machbar, ne? Aber jetzt hier nicht 20 Minuten lang sitzen und versuchen, das Ding zu lösen. Oh, lila ein Steinchen. So, ey, einfach so da in der Luft. Gäbe doch nicht. Hier, ne? Einfach so da, okay. Okay. Also nee. Großer Tempeltor, große Tempeltor. Okay, da hinten ist irgendwo da was. Ich gerade, ne? Bipo, 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 bipo. Weiß ja, hab. Warte, ich komme da hoch. Da gehe ich hin, da schnapp ich mir, aber darüber da ist. Oh, okay. Ich nehme an, so eine Ahnung, ich weiß, was ich hier tun muss. Ich schalte hintereinander aktivieren, ne? Pass auf. Ich schaffe das nicht beim ersten Mal. Hat hier hoch so klein, ist voll nervig. Boah. Alles klar. Wir sahen ja gerade voll ab, finde ich. Krieg der Stiegen. Eigentlich eine Granate werfen. Na, guck mal, der hat hier so einen komplett schwarzen Kopf, ne? Unter seinen Dingen, ne? Hier diese Öffnung, da ist durchsichtig, ne? Und darunter sieht man halt diesen schwarzen Kopf, ne? Bei den, ist eigentlich ziemlich gut, dass ich hier gerade, ne? Bei den Klontrupplern, ja, und bei den Sturmtrupplern, da sind diese Öffnungen so da drauf gezeichnet, ne? Das habe ich letztens angesprochen. Und genau, das meinte ich so. Ja, für die früheren Figuren, die hatten immer so Helme mit Öffnungen, ne? Ja, er hat auch hier drauf. Ne? Ich weiß, Jango Fett, mein Jango Fett, der hat irgendwie so zwei Versionen. Einmal irgendwie mit so einem schwarzen Dingen, ne? Mit so einem schwarzen Kopf, ne? Also der Kopf hatte zwei Seiten, ne? Einmal war komplett schwarz und eine war in sein Gesicht, ne? Glaube ich. Der konnte man dann immer so umdrehen, ne? Wenn man den seinen Helm anhatte, dann hätte man zum Beispiel hier die
die Seite mit dem Schwarz hier vorne machen müssen, ne? Wenn man den irgendwie ohne, wenn man den ohne Helm hier hätte, jawohl, bei deiner Pforte, wenn man den ohne Helm hier rumlaufen ließ und mit Klamotten und Haaren und so, dann muss man den halt umdrehen, ne? Na, guck mal da, aber ich weiß ja nicht, wie man klettert. So, ja, Schrottsammler, aber wie, ne? Muss da irgendwas machen. Na, ich weiß es nicht. Da macht man sich. War hier schon drin? Nee, war ich nicht. Was ist denn hier los? Ach, die knallen mich ab, weil ich ein Tusken Raider bin. Oh Mann. Und die ganze Zeit nichts, ne? Oh, hallo. Ich bin C3PO. Ganz ruhig, Leute. Es tut mir wirklich leid, aber ich bin nicht der Droide, den ihr sucht. Danke. Was soll ich denn mit dem machen? Da oben ist einer. Da ist ja noch einer. Also ich soll die da, soll ich die da dranhängen lassen oder was? Okay, kann ich machen. So, der Kopf wird einfach wieder größer. Alles klar. Da komme ich ran, ne? So. Mal so einen Doppelsprung machen, ne? So, die Frage ist, bleibt der natürlich da hängen, ne? Nein, runter da. Und down. Das haben wir noch nicht richtig. Na, da ist ja noch eins. Boah. Bleibst du auf ewig da hängen? Ja, ne. Das ist wieder Gears, ey. Flokon befiehlt dir. Hänge da dran. Für immer. Mit Gerset hat ja irgendwie kein Limit, ne? Er hat ja mal irgendwie bei so einer Schülerin hier ausprobiert, ne? Um zu sehen, wie lange die irgendwie, weiß nicht, so eine Nachricht hier an der Wand. Oder wie viele Tage sie hier irgendwie so eine Nachricht an so eine Wand hier dran hängt, ne? Irgendwie sowas. Um sozusagen zu testen, wie lange das Gears hält, ne? Ich rede von Krog Gears übrigens, ne? Für die es nicht wissen. Ja. So. Das ist wie diese eine. My mind is expanding. Ich komme einfach so rein. So. Hey. Komm da ran. Yay. Das war ein Kumpel, ein Gedankentrick. Ich fürchte, dafür wurde ich nicht programmiert. Yay, cool. Ausgezeichnet. Einige dieser Rätsel sind ja auch schon lustig, ne? So, 5 Dinger fehlen mir. So, eins ist. Was ist da noch? Da ist noch irgendwas. Da muss ich wieder
Ah, ich war, warte, ich weiß ja, das ist, wo man hier so gleiten musste, ne? Gut. Ja, ich würde sagen, da war es dann auch schon hierfür, ne? Ich meine, es sind definitiv noch einige Sachen, die wir hier noch nicht gefunden haben und so, ne? Und es gibt noch einige Nebenquests und so, aber ich würde sagen, da war wieder hier so ein guter Abstecher, ne? Und dann, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal mit Episode 5 weiter, ne? Mit wieder einen neuen Tapetenwechsel und so bekommen, ne? Wird auch immer genau wissen hier, na, keine Ahnung. Irgendwas wollte ich sagen, irgendwas Schlaues, aber wie so viele Male ist es mir entfallen. Bin ich da schon ganz hoch oben hingegangen? Na. Wie ist eigentlich der Stand hier? 36,45. Ups. Ja, die Quest, die kann ich ja, die Story-Mission, die kann ich irgendwann mal, weil ich so nachspielen, aber im Moment nicht, ne? Drücke jeden Knopf, also. Neu hier? Ich bin spät dran. Kommt her, damit wir anfangen können. Na gut, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge, ne? Und in der nächsten Folge machen wir mit Episode 5 weiter, ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr interessiert, bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Oh, ciao.